So, meine Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zu einem, ja, neuen Let's Test, um ehrlich zu sein. Ich habe Bock auf das Spiel Biomutant. Das habe ich mir mal für die Switch geholt, was ein bisschen erstaunlich ist, weil ich glaube, das Spiel gab es damals für die Xbox 360 und das wollte ich damals tatsächlich holen. Ich glaube, das gibt es auch für PC. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, auch schon gar nicht, wie und es ist eigentlich so ein typisch, so ein Switch-untypisches Spiel. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es mit Ladebildschirm ist, Grafik, Performance und allem drum und dran. Ich habe das Spiel letzte Woche zusammen mit Bayala geholt. Und ja. Naja, gucken wir mal. Unreal 4 Engine. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, Epilepsie gefährdet, das ist schon klar. Speichert automatisch. Ja, es ist immer schwierig. Ich brauche es ein bisschen heller wegen dem OLED. Gut, Ambilight ist an. Also Cutscene. Tja, Biomutant. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Und dementsprechend bin ich selbst überfragt. Aber ich glaube, wir spielen den hier. Oder das hier. Wenn du schaffst, einfach weiter. Also von Regen in die Traufe. Ich verstehe. So ein bisschen kleiner machen, Textsprache. Kann man natürlich. Warum muss ich in den Nintendo Shop, um Deutsch zu haben? Ich muss. Ich muss erstmal. Das hinterfragen wir mal nicht. Bitte warte, bis das Herunterladen abgeschlossen ist und starte dann das Spiel neu. Deine Sprachausgabe wird aktiviert, wenn du das Spiel das nächste Mal startest. Na gut, ist ja kein Problem. Dann lassen wir das erste Mal runterladen. Ja, also wie man sieht, die Nintendo Switch ist tatsächlich in meinen Augen ganz gut dazu prädestiniert, ein wenig über Trash-Spiele zu reden oder zu spielen. Ja, ich habe mir Barbie geholt. Das war auch ganz lustig. Aber mehr als ein Stündchen. Also ihr habt ja wahrscheinlich das Let's Trash dazu gesehen. Das war einfach. Oh, keine Ahnung, wie viel habe ich denn dafür bezahlt? Zwar, nee, das waren keine 20. Ich glaube, ich habe wirklich explizit 30 oder sogar 40 € dafür bezahlt. Das war schon für ein Trash-Spiel relativ teuer, um ehrlich zu sein.
im Vergleich zu dem normalen. Aber um da so ein kleines lustiges Video oder so ein Stream-Stündchen zu haben, war es mir das durchaus wert. Aber damit kann ich halt auch echt nicht mehr füllen. Air Twister, dazu muss ich auch noch mal so ein Let's Trash machen. Das ist auch so ein ganz komisches Spiel. Damit habe ich aber echt extrem viel Zeit verbraten, weil das Spiel ist so ein generischer Shooter. Aber die Musik im Hintergrund ist halt, also die Story kannst du halt komplett in die Tonne treten und machst eigentlich nichts weiter, außer einmal die Story durchspielen. Das ist relativ schnell erklärt. Du musst den Planeten retten und da kommen irgendwelche Gegenstände, die wollen angeblich den Planeten vernichten. Und bei jedem Bosskampf, du kannst zwar die ganze Zeit fliegen, aber bei den Bosskämpfen helfen dir irgendwelche geflügelten Tiere. Keine Ahnung, warum, weshalb, weswegen. Vielleicht bist du dann höher unterwegs. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn ich schweben kann, dann, naja, sollte das auch so gehen. Ja, für jede Gegnergruppe kriegst du einen Stern und jeder Stern bringt dich dann halt irgendwie, ja, gibt dir dann halt Dingsbums, Skill-Level und Outfits und allem drum und dran. Die Musik ist ganz komisch. Die hört sich irgendwie an wie aus so einem 90er-Jahre-Schwulenorchester oder so. Also ganz komisch oder so, wie man sich in irgendeiner Weise die weiche Zukunft vorgestellt hat irgendwie. Ich kann mit der Musik nicht so anfangen. Ansonsten das meiste ist halt, wie gesagt, Pokémon und Story of Seasons. Das sind alles so Sachen, die eigentlich bekannt sein sollten. Die beiden Spiele sind auch noch trashmäßig. Dazu muss ich auch noch mal was machen, um ehrlich zu sein. Einfach aus dem Aspekt her, was halt lustig ist. Obwohl Balan Wonderworld schon so seine Momente hat, aber es ist halt echt performancemäßig im Arsch. Bei Bibi Blocksberg, da hast du das Gefühl, du spielst da eher so ein 3D-Rennen auf Windows XP in einem ganz schlechten Flash-Player damals noch, als diese ganzen großen Spiele halt waren. Ne? Da hast du dann irgendwie so Flash-Game hat dann irgendwie ewig in 3 Tage geladen. Und dann konntest du halt das Spiel spielen. Das hast du auch schnell durch. Das sind, glaube ich, 3 oder 4 Rennen. Die hast du innerhalb von 1, 2 Stunden durch. In Arceus ist das gegessen. Pokémon Legenden Arceus würde ich auch in der Trash-Game reinsetzen, auch wenn es von Pokémon offiziell ist. Einfach wegen, nicht nur wegen der Performance, da könnte man Kabesin dazu reinpacken. Irgendwie auch wegen dem ganzen anderen Kram. Also es war sehr lustig. Ich habe es aber nicht lange gespielt. Ja, Metroid Prime Remaster, das ist. Ja, das hat der Daniel mitgebracht, das habe ich nicht. So, wir können Biomutant weiterspielen, das ist gut. Das habe ich mal gespielt, aber das ist halt ultra schlechte Grafik. Das habe ich noch nie gespielt. Ich habe es mir zum Release zum Vollpreis geholt, nicht einmal gestartet. Traurigerweise. Naja, wenn ich was zu den Spielen erzählen soll, bitte Bescheid geben. Wir wollen Biomutant jetzt spielen. So. Ah, irgendwie hat mich die Marke Red Bull gerade gefangen. Irgendwie bei diesen ganzen verschiedenen Sorten. Bin ich echt anfällig dafür. Nehme immer so 2, 3 Dosen mit pro Sorte. Was haben wir denn nun? Heidelbeere schmeckt interessant. Kaktusfrucht ist, glaube ich, richtig geil. Und Wassermelone. Aber Wassermelone schmeckt eigentlich alles. Das schmeckt also brutal krass künstlich. Was ich halt aber extrem feier. Ah, ich wollte auf jeden Fall nochmal so ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, wie lange das geht, wie lange ich da Bock habe. Vielleicht schneide ich das auch, wenn es zu lange wird. Auf jeden Fall habe ich mir heute am Sonntag gedacht, komm, sag das mal an. Ich wollte eigentlich gestern noch andere Sachen anspielen im Stream. Nicht nur Ranch Simulator, Bayala und League of Legends dann später, aber. Wir haben uns dann mit dem Blub, Justin, Joe und den anderen Typen, den wir da noch getroffen haben, war ganz lustig, haben ein paar coole Matches gemacht, auch wenn ich LOL eigentlich nicht spielen sollte. Wie kann etwas so Wunderschönes sterben? Eine Plage vernichtet das Land. Aber der Baum des Lebens steht noch, fragt sich nur, wie lange noch? Das Ende kommt in die neue Welt.
Die Stämme sind gespalten. Sie brauchen jemanden, der stark genug ist, sie zu einen oder alle zu unterwerfen. Dies ist eine Geschichte mit einem ungewöhnlichen Anfang. Daher wird das Ende auch ungewöhnlich. Willkommen bei Biomutant. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Text, Dialog, Dialoge automatisch weiterführen. Modus immer anzeigen. Dynamisch. Ich weiß, ja, dynamisch ist, glaube ich, besser. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon. Kamera. Allgemein. Man kann also tatsächlich Gegneranzeiger, schalte die Darstellung von Gegneranzeigen ein und aus. Hätte ich gerne drin, dass ich weiß, wie lange die brauchen. Plus Söldner. Ah, hier kann man wählen, okay. Ich dachte, das wäre wie so Dark Souls, dass man da die Dingsbums nicht wählen kann. Oh, Dark Souls für Switch. Gibt's das? Also das normale Dark Souls müsste eigentlich passen. Also Dark Souls 1, das spiele ich aktuell ziemlich viel. Codiere deine DNA. Urläufer. Ja, kann man Fuchs spielen? Vitalität 28, Stärke, Intellekt, Agilität, Charisma, Glück. Das Gesundheit, Rüstung, Nahkampfschaden, Energieregeneration, KI-Energie, Kraft, Bewegungsgeschwindigkeit, Feilschen und Glück. Kritische Treffer und Beutechance. Ah, Glück könnte interessant sein. Das ist von 4 auf 3%. Der Rex ist da besser, der Kieler, Fipp, Murgel. Sieht so ein bisschen aus wie Virus, nur als Bootleg. Der hat richtig viel Glück, ne? Hat aber nicht so viel Energieregeneration. Mehr an Gesundheit, Rüstung, Stärkeattribut, Nahkampfschaden. Je höher dein Nahkampfwert ist, desto mehr Schaden fügst du zu. Verbesserter Nahkampfschaden, okay. Intellekt, wie viel Energie du hast. Okay, Kraft bedeutet bestimmt die Menge an Schaden, die du mit allen Arten von Psychkräften und Mutationen. Ich würde gerne gucken, ob es auch sowas Traditionelles gibt, wie zum Beispiel ja gut, Glück, Beutechance, ja, das ist ja bekannt. Ach komm, nehmen wir mal den Urläufer, ein Füchschen. Definiere deine genetische Struktur. Ah. Verstehe. Wähle eine genetische Widerstandskraft. Also wir sind automatisch etwas besser gegen... Warte mal, kann ich da zurück? Definiere deine genetische Struktur. Machen wir Wähle mal die eine genetische Widerstandskraft. Hitze, Biogefahr. Wähle deinen Fellstil.
Bestimme deine Hauptfarbe. Okay. Also violett, obwohl ja so ein. Wähle deine Detailfarbe. Okay. Söldner. Wähle Scharfschütze. Ich würde gern. Oh, Pfeil und Bogen wäre halt echt geil. Söldner. Der Söldner ist ein erfahrener Schwertkämpfer, der den Umgang mit der Klinge beherrscht. Scharfschütze. Scharfschütze sind trickreiche, begabte Gauner, die ein Leben außerhalb von der rechten Gesellschaft. Okay. Kommando. Psyfree. Saboteur. Kundschafter, ausgebildet für verdeckte Operationen. Wächter. Also vom Aussehen würde ich den Wächter tatsächlich Söldner. Nehmen. Aber Söldner sieht halt auch geil aus, ne? Scharfschütze. Der hat ein bisschen bessere Söldner. Rüstung. Was hat der denn? Scharfschütze. Söldner. Söldner gewählt. Ja, können wir mal machen. Klingt Komm. Gut. Hier ist jemand mit einer schwierigen Vergangenheit, im Zentrum einer laufenden Geschichte stehend. Du stehst bereits an einer Kreuzung. Zu leben heißt, dem Leben eine Richtung zu geben. Wer keine Entscheidungen trifft, kann genauso gut aufhören. Okay, ich gehe. Tschüss. Doch du stehst nicht nur an einer Kreuzung, sondern auch vor einer Wahl. Dem Abbild deines Ki, der Urenergie, die alles durchfließt. Ich bin dunkelrot, wie in Stärke und Kraft. Ich bin hellblau, steht für Freiheit und Loyalität. Komm, machen wir mal Stärke und Kraft. Darf ich mich vorstellen? Ich bin deine dunkle Seite, deine innere Stimme. Um genau zu sein, ein Echo des Gleichgewichts und der Konsequenzen deiner Taten auf deinem Weg. Ach so, wir können hier echt den Bösen spielen. Ja, ich weiß nicht, ob das Böse Zum wirklich Glück erkennst ist. Du dein wahres Selbst. Schreite auf dem hellen und besseren Weg voran. Kann man die Stimmen tauschen? Du kannst dir nicht einfach so widersprechen. Du hast dich doch anfangs richtig entschieden. Warum solltest du jetzt deine Meinung ändern? Warum nicht? Denn du kannst dich deinem Herzen nicht verschließen. Manchmal ist ein Gedanke eben nur ein Gedanke. Am Ende zählen nur deine Taten. Doch dies ist nur der Anfang vom Ende. Am Ende triumphiere ich. Oder du gehst unter. Rechts ist immer das Rechte. Das hört sich falsch an. Gut, man muss nicht immer alles politisch sehen. Ja, jetzt kommt ein erster Kampf. Geschichten von Tod und den zurückgelassenen Toten. Eine Mahnung. Dass man der Gejagte und der Gnade der Natur ausgeliefert ist. Fleisch des Fleischfressers. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Erinnerst du dich an die Bestie, die deine Familie zerstört hat? Nö, keine Ahnung. Oder hast du dich entschieden, sie zu vergessen? Du hast dieser Welt den Rücken gekehrt und dich in deiner eigenen verirrt. Unterdessen ist der Jäger nur noch stärker geworden. Au.
Okay. Au. Okay. Das sieht... Lauf lieber weg. Dies ist weder die Zeit noch der Ort für dein Ende. Ja, okay. Das ist das Intro. Ja gut, das... Okay. Dass das Intro als Tutorial genommen haben, war interessant, aber okay. Es sieht interessant aus, aber ich finde, dadurch, dass es so ruhig in den Kämpfen ist, könnte es ein bisschen actionreicher sein. Ich weiß jetzt aber nur nicht, ob das an dem Alter des Spiels liegt oder ob es an der technischen Limitierung der Switch liegt. Dieses Mal war es am besten, wegzulaufen und den Kampf an einem anderen Tag auszufechten. Hoffentlich bist du bereit, wenn dieser Tag kommt. Der Räuber ist nicht die einzige Bedrohung. Mit Beginn der Endtage begann die Tierwelt zu mutieren. Und der Baum des Lebens begann zu sterben. Zielen im Nahkampf. Bewege dich auf deinen Gegner zu mit einem Nahkampf. Okay. Nimm das! Habe ich unendlich Muni? Ja, das automatische Ziel ist ein bisschen komisch. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Au. Ja, man merkt schon, dass das Spiel ein paar Tage alt ist oder ein paar Jährchen. Aber könnte bis jetzt ganz nett sein. Gibt es ja auch irgend sowas wie was Besonderes? Alle Texturen sind halt echt matschig. Das sieht dann halt auch schon nicht mehr schick aus. Naja. Gut, es ist auf der Switch, also die Switch ist auch schon ein paar Jahre alt. Was erwarte ich? Ich bin auf jeden Fall mal auf den Nachfolger der Switch gespannt. Nur der Sound fühlt sich irgendwie so komisch an. Elektrisches Modul. Waffenzusatzteil. Ausrüsten. Ah, das habe ich auf die Waffe aufgesetzt. Macht automatisch, okay. Das wäre jetzt cool, wenn ich das auf Schwert gesetzt hätte. Gesundheit regeneriert sich im Kampf nicht automatisch. Du musst Verbrauchsgegenstände konsumieren. Ja, das ist schon klar. Fünf Sekunden. Ja, kann man mal machen. Klettere die Kette hinauf. Gibt's doch bestimmt noch irgendwas. Also das Ziel, dass ich da die Kette hinauf. Aha.
Qualität lausig. Material komposiert Sichtweitenlinsen. Aus dem Klo. Ja, besser als gar nichts, ja. Zusatzteile 2. Das hat aber dafür 3 Crit-Treffer. Der Ölschlamm ist überall. Für die meisten bedeutet er den sicheren Tod. Doch manche konnten sich an die neue Umgebung anpassen. Die Evolution fand ihren eigenen Weg. Okay, der blockt. Okay, du hast eine Heilungsgegenstände. Denk dran, deine Heilungsgegenstände einzusetzen, wenn du verwundet bist. Ja, ist mir schon klar. Ich versuche das aber zu vermeiden. Okay, wir kriegen halt Zeug. Dauer 2 Sekunden. Oh, das ist nicht schlecht. Habe ich das jetzt genommen? Nee. Gut. Hier bin ich halt nicht sicher. Hier steht zwar tot drauf, aber ich denke, wir können da irgendwie uns irgendwann mutieren und da durchlaufen oder so. Aber ich glaube, das sieht nach gar nichts aus. Okay, verstehe. Interessant. Es ist halt ungewöhnlich für die Switch, so ein großes Spiel zu spielen. Au! Oh, du Arschloch. Fehlt so ein Zielmodus. Ah, oh. Okay. Komm, nehme ich alles mit. Ja, das hätten sie vielleicht ein bisschen besser machen können. Nicht die irgendwie kaputt machen. Ja, okay, das hätte ich mir nur, hätte ich zunutze. Ups, Entschuldigung. Gesundheit, ja, nehme ich mal mit. Es wäre interessant, wenn da irgendwas versteckt wäre, aber auf der anderen Seite müsste man da auch dann noch irgendwann hinkommen. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Und dann läuft das, denke ich, auch. Aber bis jetzt sieht's. Na, die Geräusche hören sich irgendwie so ein bisschen stumpf an. Versteht ihr, was ich meine? Irgendwie. Man sieht, Aussehen vom Spiel ist mal relativ. Schildträger. Manche Gegner tragen große Schilde. Du musst den Schild mit Nahkampfangriffen durchbrechen. Okay.
Au. Das nenne ich eine Fleischwunde. Au. Au, das hat weh getan. Mir fehlt so ein bisschen das explizite Zielen. Gut, Verbesserungspunkte. Ja, das. Nehme ich mal mit. Neue Stufe. Okay, das mache ich im Plusbaum. Karte, System, Ausrüstung. Plus 10 Stärke, Intellekt, Agilität, Bewegungsgeschwindigkeit. Glück ist halt auch nicht schlecht, ne? Das nenne ich eine Verbesserung. Das gefällt mir. Ist. Doppelschusswaffengewehre, Automatikgewehre, Schrotflinten. Unbewaffnet, Einhanddieb. Waffentyp. Ach, Einhanddieb. Ja, mache ich auf jeden Fall. Warte mal. Ameisen zittern. Eingabesequenz Y. Ja, okay. Y, X. Wung Fu. Ja, mach ich doch mal. So, 1, 2, 3 und... Was? Ah, 1, 2, 3 und 4. Okay, das macht dann automatisch, okay. Schau mal, ein Notfallkoffer aus der alten Zeit. Ein seltener Anblick. Das ist ein Brecheisen. Na gut, nehme ich mal mit. Notfallkoffer aus der alten Zeit. Vor langer, langer Weile. Das erinnert mich an South Park. Als sie ihre Eltern alle wegen sexuellem Missbrauch haben verhaften lassen. Nur damit sie halt irgendwie keine Eltern mehr haben. Und alles machen können. Und dann gab es halt keine Erwachsenen mehr in der Stadt von South Park. Das war lustig. Und anstelle von Vergangenheit haben sie dann gesagt, vor langer, langer Weile. Das Rohr sieht instabil aus. Das Kralleisen dürfte sich hier nützlich machen. Und tschüss. Wow. Also wenn du jetzt jeden Scheiß kommst. Zeit, einen Weg hier rauszufinden. Echt jetzt? Ich mein's ernst. Auf der einen Seite war es gerade lustig, auf der anderen Seite, wenn du jetzt anfängst. B und B, ja, schon klar. Also wenn der Typ jetzt alles kommentiert, was ich mache. Die Marks erzeugen mit ihren Multiorganen Biomaterie, die sie unter Stress abstoßen. Wenn sie absorbiert werden, beeinflussen diese Klumpen auf zellularer Ebene die kodogenen Stränge jedes Lebewesens, dich eingeschlossen.
Das war kritisch. Also wenn du jetzt jeden Scheiß dokumentierst, Opa, dann habe ich ein Problem. Harter Schnitt. Ich fand es auf der anderen Seite interessanterweise haben die Leute das halt bei Wukong halt auch irgendwie gefeiert. Wenn man ausweicht, dass man da so einen gewissen Zeitlupenmodus hat. Aber Mutationsmenü, okay. Was bringen mir die Biopunkte? Ah. Mottenhund. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, während du einem Gegner zugewandt bist. Im Mottenmund, um Mottenmund zu nutzen. Dadurch wird jeder kleine humanoide Gegner, den du triffst, infiziert. Infizierte Gegner greifen nicht mehr dich, sondern ihre eigenen Verbündeten an. Pilze. Pilze, halte die Taste. Leider, lass die Taste los, um die Pilzplatzierung zu bestätigen. Springe auf einen Pilz, um von ihm abzuprallen. Okay. Probieren wir das mal. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Geheime Galle, ja. Aber wenn ich A zum Ausweichen brauche oder B. Ah, ZL. Okay, verstehe. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Hogwarts Legacy. Damit kann ich leben. Gibt's hier sonst noch was? Ich bin bei solchen Spielen immer, bei postapokalyptischen Spielen bin ich tatsächlich immer so ein bisschen, ich gucke mir alle Ecken an. In der Hoffnung noch in irgendeiner Weise irgendwas zu finden. Ich hoffe so sehr, dass der Nachfolger der Switch alles drin hat. Um sich selbst vor auch dem Abwärtskompatibilität und vielleicht sogar mit mehr FPS. Archen. Aber war es bereits zu spät? Nur aus dem Logbuch einer einzelnen zurückgelassenen Arche wird deutlich, dass andere Archen durch die Luft und noch weiter reisten. Die, die zuvor hier lebten, haben wohl nie die Hoffnung verloren, eine neue Heimat für ihre Art zu finden. Und das passiert also, wenn wir mit Radioaktivität unseren Planeten vernichten. Versuchte Übung. Du hast ein Rätsel gefunden. Diese gibt es überall auf der Welt. Einige öffnen neue Wege, andere bieten verschiedene Belohnungen. Knotenpunkt zu ändern, benutze. Okay. Knotenpunkt zu orientieren. Okay. So viele Rotationen kannst du noch. Okay, verstehe. Jeder Knotenpunkt hat eine bestimmte Position, in der er rotiert werden muss, um das Rätsel zu lösen. Gehen wir dir vorher die, gehen dir vorher die Züge aus, kann das Konsequenzen haben. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Ich habe keine Ahnung, wie das zu lösen ist. Es gibt nur wenige Aufzeichnungen über die Ereignisse, die vor Äonen zur großen Apokalypse führten. Doch es ist offensichtlich, dass die Welt für das rücksichtslose Vorgehen der Toxanol Corporation nicht gewappnet war.
Ihr Abbau seltener Erze und die Atomindustrie erzeugten Unmengen von Abfall, den sie ohne Rücksicht auf die Zukunft auf Deponien abluden, bis ihnen der Platz ausging. Und dann begingen sie einen gewaltigen Fehler. Sie luden den Giftmüll direkt ins Nass an der Küste ab und verließen sich darauf, dass er sinken und mit der Zeit verwittern würde. Und sie hatten recht. Doch auf die Folgen war niemand vorbereitet. Die Strahlung im Nass wirkte sich auf die Gene der Lebewesen aus und sorgte für bizarre Mutationen bei ihren Nachkommen. Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und das gesamte Ökosystem waren unvorstellbar. Die Natur schlug zurück und die Welt, wie sie sie kannten, brach zusammen. Sie sollte nie wieder dieselbe sein und was davon übrig blieb, wurde zur Heimat ihrer Nachkommen. Holy shit. Interessant. Da hat man gleich irgendwelche Vibes. Das Peng-Geräusch von funkensprühendem Metall bedeutet nie... Es kommt von hinter dieser Tür. Ein Warnzeichen. Dieser Kasten scheint ordentlich Gehirnschmalz zu verlangen. Ja, den habe ich nicht. Ich habe das Spiel gespielt. Ich spiele das Spiel und ich will kein Gehirnschmalz. Oh, wow. Es braucht ein wenig Knobelei, um die Tür kurz zu schließen. Ja, okay, verstehe. Das ist so ein Domino-Spiel gefühlt. Na, bitte. Stimmt, irgendein Kumpel oder so, der gegen irgendwelche Bösen kämpft. Mit einem perfekten Konter betäubst du den angreifenden Kreaturen. Bei einem betäubten Gegner schwirren Sterne über den Kopf und du kannst ihn in die Luft schleudern, wenn du ihn erneut triffst. Drücke dafür L. Der Rollende ist zahlenmäßig unterlegen. Du solltest ihm besser helfen. Schneider. Der Rollende. Ja, das kommt sich gut. Da gehen alle Lichter aus. Fehlt so ein Anvisiersystem, wo ich den Gegner im Fokus hab. Das war der letzte. Rede mit dem Rollenden, bevor die Verstärkung eintrifft. Ja, schon klar. Erstmal alles mitnehmen. Ich verwechsel X und Dingsbums immer. So, wo ist der Rollende? Ein neuer und ein alter Freund. Er möchte dir danken, dass du ihn beim Kampf gegen die Plünderer unterstützt hast. Er klingt vertraut. Du weißt nur nicht, wieso. Er stellt sich als steinalt vor. Er weiß, dass er schon lange fällig ist, doch noch gibt er nicht auf. Dass du ihn nicht erkennst, wundert ihn nicht. Damals, in jener schicksalhaften Nacht, warst du noch ein Kindling.
Es kursieren Gerüchte über eine einäugige Kämpferseele jenseits des großen Walls und er freut sich, dass sie wohl wahr sind. Papamofobak. Die Legende des ausgestoßenen einäugigen Kindlings ist gleichermaßen alt und traurig. Das sind wir wahrscheinlich, ja. Das Kindling hätte jedes sein können. Doch das Böse, vor dem es geflohen war, hatte ein Mal hinterlassen. Eine Narbe im Gesicht, um an das Geschehene zu erinnern. Du bist das Kindling, kein Zweifel. Und was Lupalupin deinem Dorf angetan hat, deiner Mamu und deinem Papu, war der Anfang vom Ende. Okay. Er sagt, es habe lange gedauert, bis du die Vergangenheit bewältigt hast und wieder zurückgekehrt bist. Doch er ist dankbar. Nach dem Überfall zerbrach die Einigkeit. Als Folge der Verderbnis, die über das Land hereinbrach, entzweiten sich die Schüler deiner Mamu und gründeten eigene Stämme. Ohne den Baum des Lebens hätte niemand überlebt. Er hofft, dass du dich zumindest an den Baum erinnerst. Verstehe, so läuft das also. Standardgemäß springen die Dialoge von NPCs automatisch von einer Zeile zur nächsten. Wenn du den Dialog manuell... Ja, okay, verstehe. Und deswegen haben wir auch den deutschen... mussten wir das deutsche Sprachpaket runterladen. Der Typ wird uns jetzt wahrscheinlich alles vorlesen. Oh, guck mal, ich bin jetzt so ein kleiner... Oh, wir können bis ins Minus gehen. Ich sehe ganz schön grimmig aus. Aber knuffig. Da haben wir noch zwei Augen. Gut, das ist eine Erinnerung. Das bedeutet, da können wir eigentlich nichts sammeln. Fragt, ob du erschöpft bist, da es vom Dorf bis hierher recht weit ist. Er fragt sich, ob deine Mamu weiß, dass du hier bist. Okay, das ist lustig. Du bist ein braves Kindling. Also wird es schon so gewesen sein. Selbst die Jungen vergessen mal was. Er versteht, warum du den weiten Weg auf dich genommen hast, um sie zu sehen. Die Kartoffelköpfe. Was? Die Kartoffelköpfe, auch Nono genannt, sind ein kleines Wunder. Sie sind irgendwie mit diesem Bäumchen hier verbunden und nähren es. Du könntest recht haben, denn genau wie Kartoffeln stecken sie voller Energie, einer exzellenten Quelle an Ki. Kartoffeln. Die Nono ziehen es vor, sich im Glitzergras zu verbergen. Er meint, du solltest hingehen und es schütteln. Vielleicht lässt sich dann einer von ihnen blicken. Was? Okay, das war lustig. Du hast einen entdeckt. Darauf kannst du stolz sein, denn sie zeigen sich nicht jedem. Ja, genau. Die Pensei brauchen die Ki-Energie der Nono, um den Kreislauf zu vollenden und zu einem Baum des Lebens. Das wird die Zeit zeigen. Jedenfalls möchte er dem sein Leben widmen. Er ahnt, dass das Schicksal der Welt davon abhängt. Ich muss sagen, das ist lustig. Der Baum muss lange Zeit genährt werden. Ich will nicht wissen, wie es im Tonstudio aussah. Nur wenn die Nono explosionsartig freigeben und eins mit dem Baum werden, wird der Baum ein Starker werden. Du wirst ein Netz brauchen, um den Nono zu fangen. Er möchte, dass du seins benutzt und sanft vorgehst. Die Nono sind empfindliche Wesen, eine Verkörperung des Ki, der Urenergie.
Du schwingst dieses Netz wie ein Naturtalent. Naja. Er ist beeindruckt. Naja. Ich war nicht nah genug. Er hofft, dass der Baum eines Tages hoch genug ragt, um die Welt zu erhalten. Aber heute solltest du dich darauf konzentrieren, dass dieser eins mit dem Baum werden kann. Na dann. Ja, ich kann also auch mit L3 rennen. Verstehe. Na, das sieht doch gut aus. Jetzt, da du die Verbindung der Nono zum Baum mit deinen eigenen Augen gesehen hast, gibt es keinen Grund mehr zum Zweifeln. Ab heute besteht sein Lebensziel darin, den Pensei zu hegen und zu pflegen, bis er zu einem Lebensbaum wird. Nicht nur zum Wohl des Dorfes, sondern zu dem aller Lebewesen. Eines Tages wird der Frieden gestört werden. Dann wird nicht einmal mehr deine Mamu alle schützen können. Er meint, du solltest lieber rasch zurück ins Dorf, bevor deine Mamu nach dir sucht. Du hast heute... Sie ist viel zu beschäftigt und nach dem Überfall auf das Lupin-Lager gestern Nacht mit ihren Schülern braucht sie ihre Ruhe. Ob sie die Räuberfamilie wohl am Leben lassen? Interessant, also wir sind irgendwie... Das ist aber eigentlich Quatsch, dass es da noch... Gut, klar. Er hat dich für eine Weile verloren. Doch keine Erinnerung ist allein. Sie gehört zu einer Spur, der du folgen kannst. Er erinnert sich an jeden einzelnen Tag, an dem er den Baum des Lebens pflegte. So schnell kann man seinen Namen ändern. Jetzt fürchtet er, dass es vergebens gewesen sein könnte. Der Baum begann zu welken, als die Endtage begannen. Bald danach tauchten die Weltenfresser auf. Ich würde gern beides wissen, aber... Die genetische Evolution nach der Apokalypse, die durch die Toxanol Corporation herbeigeführt wurde, führte zu einer explosiven Mutation der Weltenfresser-DNA. Hat's geleckt. Leileck. Sein Freund Gizmo arbeitet an einem Mekton. Er braucht Hilfe, um den Jumbo-Knäuel am Ende der Westwurzel zu besiegen. Wiss repariert immer noch seinen Oktopod, um sich dem Trübschnauber zu stellen, der tief unter der Oberfläche am Ende der Nordwestwurzel lauert. Noko hat den Mute gezähmt und bereitet alles für den Kampf gegen den Hufschnauber am Ende der Ostwurzel vor. Okay. Glibbo ist endlich so gut wie fertig mit der Arbeit am Glibbergleiter. Mit ihm kannst du auf den Wellen reiten, bis zum Pummelschnauber, ganz am Ende der Südostwurzel. Steinalt sagt, seine Freunde rüsten sich für den Kampf gegen die Weltenfresser. Am Ende jeder Wurzel befindet sich einer von ihnen. Dies wird kein leichter Weg, doch er zählt auf deine Hilfe. Allein können seine Freunde es nicht schaffen. Sie sind nicht stark genug. Wenn der Lebensbaum... Er will dir zu verstehen geben, dass ihr alle sterben werdet, wenn der Baum nicht gerettet wird. So oder so werdet ihr euch wiedersehen, sobald du deine Rolle beim Stammeskrieg und den Weltenfressern erfüllt hast. Du Wobo. Okay. Nehme ich mit. Gibt's hier noch irgendwas? Okay, verschwinde aus dem Bunker 101. Ja, das Interessante ist halt auch, was ich komisch finde, ist... So langsam hast du es raus.
Also wenn du jetzt jeden Scheiß kommentierst, alter Mann. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten. Was wollte ich sagen? Ich finde es halt interessant, weil eigentlich, wenn der Lebensbaum für alle Lebewesen wichtig ist, warum sollten die sich dann gegenseitig angreifen? Das verstehe ich halt nicht. Aber na gut. Na gut, dann ist es halt so. Da kann man nichts machen. Wisse, dass der Baum des Lebens stirbt. Seine Tage sind gezählt. Ohne Hilfe wird er den Umweltwandel und den Angriff der Weltenfresser nicht überstehen. Strommasten haben sie überlebt. Das war wahrscheinlich das Tutorial. Ich hoffe, der Typ kommentiert nicht jeden Scheiß. Aber die Stimme kommt mir so vertraut vor. Wenn die ein bisschen tiefer und ein bisschen rauchiger wäre, dann könnte das die Stimme von Xardas sein aus Gothic 2. Was mir persönlich halt sehr gut gefällt. Ein Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Überforderten. Okay. Mal. Überall auf der Welt befinden sich Wegweiser in der Nähe von interessanten Orten. Du schaltest einen Wegweiser frei, indem du mit ihm interagierst. Wähle einen freigeschalteten Wegweiser auf der Karte aus, um schnell dorthin zu reisen. Sehen. Okay. Ja, die Weltkarte scheint möglich zu sein. Also nicht so extrem groß, was ich persönlich sehr begrüße. Ich finde Spiele halt immer besser, wenn die nicht ganz so lang sind. Keine 50 Stunden oder 500 Stunden und riesige Welten. Hauptsache, man kann es für 70 Euro verkaufen. Um auf diese, damit ich mich auch mal... Alter, sind das drei Haiköpfe? Nee, ich hab keine Ahnung. Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Ausweichen und draufschießen. Sieh, jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Oh nein. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die ein Ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten und Entscheidungen in Dialogen offenbaren. Nur wenige handeln stets nach der gleichen Maxime. Unser Ganzes bildet aber die Summe aller von uns erschaffenen Entscheidungen. Also du kannst dich halt so Stück für Stück entscheiden, bist du eher böse, bist du eher gut und dementsprechend ist wahrscheinlich so ein Parameter. 6-mal gut und du rettest die Welt von 10 und 4-mal böse, 6-mal gut, du rettest die Welt, 6-mal böse, 4-mal gut ist, ja, du kannst immer entscheiden. Ich bin aber eigentlich eher meistens der Rechtschaffendere. Die Balance deiner Handlungen bestimmt deinen Aura-Wert, welche deiner Dialogen... Ah, okay. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Mhm. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast, doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Für Interaktion mit Gefangenen und Psy-Schreien erhältst du Psy-Punkte. Damit kannst du Psy-Kräfte freischalten. Die Kräfte können nur freigeschaltet werden, sobald du das dafür benötigte dunkle oder innere helle Gleichgewicht erhalten hast. Ah, verstehe. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt... Ja, komm, helf mit dem. Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst. Ist ein Funken des Lichts in dir.
Was gibt es am Licht schon zu mögen? Es schmerzt in den Augen. Es schmerzt nicht so sehr wie dein... Immer musst du persönlich... Und du tust das so, als ob es das nicht... Ich muss das ausstellen. Ich glaube, die beiden... Also da habe ich jetzt nichts gedrückt. Das war jetzt automatisch. Das ist, wenn das Deutsch, wenn die deutsche Aussprache länger geht als die eigentliche englische wahrscheinlich. Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Steinalt meint, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Der Myriad-Stamm sollte eine weise Wahl sein, denn er handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein, denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis. Das Spiel kannst du kaum kommentieren, finde ich. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher: Das Schicksal kommt, so oder so. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Ah, schwierig. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Myriad. Das war mir schon klar. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet Steinalt am Fuß des Baums des Lebens auf dich. Ich weiß nicht, Fortnite könnte ich auf der Switch nicht spielen. Gut, Questverfolgung. Ich mache auf jeden Fall hier. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? Die Motorbrücke wäre ganz cool, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns... dass wir dahin müssen. Erzählt von Richard van Weyden. Es ist ungewöhnlich, dass natürliche Tunnel wie dieser hier noch existieren. Die meisten wurden überschwemmt. Hallo Grille, komm mit. Die meisten wurden überschwemmt. Interessant. Ich weiß halt nicht, was... Ein astreiner Treffer. Ich weiß halt nicht, was gut ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ich habe das Gefühl, ich habe den Falschen geholfen.
Ich hätte ja beide angreifen können. Vor dem Stammeskrieg war das hier eine schöne Gegend. Und jetzt schau dich um. Ein Kriegsgebiet. Oh je. Ist hier noch irgendwas oder ist das eher nur so ein... Also so als Spielplatz könnte ich mir das echt gut vorstellen. Aber ich glaube, es ist relativ offensichtlich. Ich glaube, die in dem schwarzen Gewänder waren böser oder gehört zu dem anderen Stamm, zu dem wir nicht hinwollen. Das ist die Festung des Myriad-Stamms. Werden sie Freund oder Feind sein? Du solltest da hochgehen, dann wirst du es wissen. So, machen wir mal die Karte auf, ja? Mal sehen. Ja, perfekt. Ein Trampelpfad führt zu diesem Tor. Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Ja. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Sagt, der Sifu entscheidet, wen er sehen will, aber du kannst es gerne versuchen. So, alter Mann. Sibi? La Pannen Akinkan, Mann. Geraden der Fahrer, gut. Du Guy, la Wute. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Macht auch Sinn. Der Sifu ist überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Also Oberhaupt. Okay. Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Er hat gehört, dass du steinalt in Bunker 101 gegen die Plünderer geholfen hast. Offensichtlich möchtest du anderen immer helfen. Das ist eine Haltung, die ihr gemeinsam habt. Das ist doch super, kann man mal machen. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Ah, ist doch super. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Einst gab es 6 von ihnen, doch nach dem Angriff Lupa Lupins auf das alte Dorf zerbrach ihre Einheit. Bald darauf formten sie neue Stämme nach ihren eigenen Werten. Als die Verderbnis begann, wurde aus Feindschaft offener Krieg. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und ja, das zum Wohle ist mir aller. Schon klar. Wenn du an das Gute in allen glaubst, gibt es noch Hoffnung auf ein Morgen. Dann wirst du die Stämme vereinen und die Welt... Na klar, machen wir das. Er hatte gehofft, dass du dich ihnen anschließt. Es wird dir nicht schaden, anderen zu helfen. Das hat noch nie Dingsbums. Der Sifu hat darauf das gewartet, hat noch nie geschadet. Dass oh, etwas Alter, lass das mich doch mal kommentieren. Ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Unterwerfen hört sich aber nicht vereinen an. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen.
Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Also von außen. Verstehe. Ach komm, da hätte ich dir einen Ton reinballern können. Ihr habt beide ein sanftes Wesen, also soll es auch ein sanfter Krieg werden. Ein Krieg, der nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Das verstehe ich nicht. Wie soll das gehen? Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten. Dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Das ist wahrscheinlich so ein Blick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Das ist wahrscheinlich so ein Ding. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Könnt ihr ja vielleicht zweimal spielen, aber das machen wir später. Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten, dem alten Dorf, einen Besuch abstatten. Okay, gucken wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Danke. Super. Durchquere die Höhle, ein Bündnis. Ich will mal gucken, das speichert automatisch, ne? Okay. Okay, das sind wahrscheinlich unsere Gebiete und das sind die Gebiete der Gegner. Und da müssen wir... Ich kann mir vorstellen, dass wir hier lang müssen. Und dann hier lang. Naja. Aber... Ich will erstmal das Spiel speichern, weil das schickt für heute. Zum Anzocken reicht's. Wenn ihr wollt, können wir das dann halt dementsprechend nochmal irgendwann mal aufgreifen. Ich finde es nicht uninteressant, wenn auch die relativ hohe Stille in dem Spiel das Spiel ein bisschen langweilig erscheinen wirkt. Aber, naja, sehen wir dann. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss.